Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge des Let's Plays von Planet Zoo. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es weiter mit Teil 2 des Flusspferdgeheges. Wir sind ja letztens stehen geblieben in der Endphase der Gehegegestaltung. Es gehört nur noch ein bisschen dekoriert und die Feinarbeiten gemacht. So wie der Unterwassertunnel soll fertiggestellt werden. Da ist ja bislang nur der Weg und ich habe mir das so vorgestellt, dass dieser Unterwassertunnel dann später quasi in den neuen Bereich führen soll. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal direkt rein ins Video. Ich habe hier rund um den Teich dann das Ganze hier mit Stein verkleidet, da mir das irgendwie mit der normalen Kante hier nicht gefallen hat. Deswegen dachte ich mir, nimmst du hier so große Steine, das sorgt auch für einen dementsprechend guten Abschluss. Und ja, einfach mal ein bisschen mehr Leben. Wie ihr jetzt hier rechts sehen könnt, habe ich da ein kleines Problem gehabt, da das Gehege etwas zu klein war, also die Wasserfläche, und die Tiere da nicht ganz zufrieden waren, habe ich hier gegenüber noch so ein kleines Teilchen gemacht. Ich finde, der passt auch sehr gut rein und die Besucher können da beim Hochgehen auch nochmal kurz reingucken. Und dann ging es schon weiter mit dem Unterschlupf. Ich habe hier einfach einen fertigen genommen, also einen Bauplan, da ich schon ziemlich viel Zeit in dieses Gehege reingesteckt habe und ich mir dachte, hier so eine fertige Hütte passt eigentlich auch sehr gut hin. Und kann man immer mal mitnehmen. Und dann ging es schon weiter auch hier wieder, das Ganze zu verkleiden. Auch hier habe ich den großen Stein genommen, wie drüben, damit das irgendwie denselben Look hat. Und dachte mir nur, ich verkleide hier nur die eine Seite, damit auf diese Seite, wo das Nilpferd gerade steht, dann wirklich auch die da reingehen können. Und ja, würde mich freuen, wenn mein Plan aufgeht, wenn die Besucher hier runtergehen oder hochgehen, dass die Tiere da schon drinnen liegen und so die ersten Blicke auf die Tiere gewonnen werden können. Und deswegen habe ich das Ganze auch nicht zu tief gemacht. Ihr seht jetzt, das reicht eigentlich alles von der Wasserfläche jetzt, was die Tiere benötigen. Deswegen ging es dann auch schon weiter mit der Geländegestaltung. Ich musste da gar nicht so viel umändern. Ein bisschen Felslook habe ich hier reingebracht in das Eck. Und dann habe ich noch ein bisschen mit Erde gearbeitet und das kürzere Gras ein bisschen im Gehege verteilt. Und ja, dann war das aber ziemlich schnell angepasst alles. Und ich habe mich da gar nicht mehr drauf wirklich eingelassen, als ich musste, da ich das Ganze, wie das so jetzt schon aussah, eigentlich gut fand. Und ja, war eigentlich ziemlich schnell erledigt, dieser Part. Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch die Flusspferde schon etwas erforscht gehabt. Also ich konnte schon die ersten Spielzeuge hier setzen, Futtermöglichkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten. Und habe das dann auch mal einfach getan und hier quer im Gehege verteilt. Also so viel Grasfläche habe ich ja gar nicht zur Verfügung. Deswegen, ja, habe ich einfach das Ganze mal irgendwie verteilt und geguckt, wie das aussieht. Im Nachhinein kann man das immer noch ein bisschen anpassen, aber erstmal reicht das so, wie ich würde ich sagen. Und dann ging es auch schon langsam, aber sicher doch zu den, ja, aufwendigsten Bauschritt hier des Geheges, und zwar zum Unterwassertunnel. Das Ganze habe ich ja im letzten Video schon etwas erklärt, wie man das baut. Eigentlich ist es vom Spiel nicht vorgesehen, dass man diese Variante des Bauens benutzt. Also ja, ist hier eine kleine Spielerei, bis man das Ganze hat, und das muss man dann auch dementsprechend anpassen. Ihr werdet das gleich sehen, was ich meine. Ich habe hier noch ein paar Heizkörper und Klimaanlagen und so verteilt, damit die Tiere auch klimatisch sich wohlfühlen. Und ja, dann ging es aber doch runter und jetzt seht ihr, was ich meine hier. Der Weg ist richtig verzogen. Ja, weil das einfach nicht vorgesehen ist vom Spiel. Das heißt, man arbeitet dann irgendwie mit Steinen oder anderen Sachen, wo man das Ganze hier verkleiden kann. Ich habe mich hier für die Steinvariante entschieden und somit sieht man das, ja, Hässliche des Weges nicht mehr wirklich. Wenn man das gut verkleidet, und ja, das dauert zwar ein bisschen, aber ich finde, die Arbeit lohnt sich. Und es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach die schnellste Variante, so einen Unterwassertunnel zu bauen. Ich habe mich hier, wie gesagt, für die Steine entschieden, so eine dünne Steinplatte. Ich finde, die passt eigentlich sehr gut rein hier. Ich habe die dann von der Höhe ungefähr angepasst, damit die alle etwa gleich sind, und habe das dann einfach einmal entlang rumgezogen und so nah es geht an den Wegrand rangezogen, sodass das nicht durchguckt, einfach ein bisschen angepasst, ab und zu guckt es durch, das kann man dann später irgendwie mit Blumentöpfen oder so verkleiden. Aber erstmal grob habe ich das Ganze einfach, wie gesagt, rundum mal verkleidet, und ja, dauert alles seine Zeit, aber im Nachhinein lohnt es sich definitiv, wie ich finde.
Nachdem ich die eine Seite hatte, habe ich mit der Kopierfunktion gearbeitet und das Ganze auch auf die andere Seite rübergezogen. Das Ganze passt man natürlich dann später auch nochmal an, damit das wirklich auch 100% so sitzt und so sein sollte, wie man das ja möchte. Und ja, dann geht das eigentlich relativ schnell, wenn man das Kopier- und Einfügetool benutzt. Und somit war dieser Bereich erstmal abgeschlossen und dann konnte ich mich schon langsam an die Überdachung des Tunnels machen. Ich habe mir hier so einen Glasbogen vorgestellt, da gibt es mehrere Varianten. Hier kann jeder für sich entscheiden, welche das man da nimmt. Ich wollte hier da so einen dezenten Glastunnel irgendwie finden, da ich irgendwie nicht viele Verstrebungen drin haben wollte, da die Besucher, wenn sie da durchgehen, echt einen guten Blick auf die Tiere haben sollen. Und da finde ich einfach zu viele Verstrebungen oder Versteifungen im Glas nicht gut. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Das Ganze habe ich dann ein bisschen angepasst, damit das auch optisch wirklich so passt, wie es sein sollte. Und ja, dann ging das Ganze eigentlich ziemlich schnell. Auch hier wieder kopieren und einfügen. Ich ziehe das Ganze hier einfach mit der XY-Achse rüber. Und leider ging das nicht, dass man hier gleich mehrere Teile kopiert. Teilweise geht das im Spiel, teilweise nicht. Ich weiß da nicht, warum das Ganze jetzt hier nicht ging. Macht jetzt nicht den gravierenden Unterschied, da ich den Weg ziemlich gerade gebaut habe. Mit nur einer Kurve konnte man das Ganze dennoch ziemlich schnell ja, vorbauen und durchziehen. Hier im Eck war das Ganze ein bisschen schwieriger, da man hier ein bisschen genauer arbeiten musste. Ja, ich bin noch nicht 100% zufrieden, da die Linien und so des Glases, also die Verstrebungen, dann nicht mehr ganz hundertprozentig so passen, wie das sein sollte. Ich habe aber keine andere Lösung irgendwie gefunden, damit man hier einen schöneren Abschluss irgendwie hinbekommt. Deswegen habe ich das Ganze dann so gelassen und ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm, ist nur die eine Kurve. Man guckt ja sowieso auf die Nilpferde und nicht auf die Verstrebungen und wenn man das mit diversen Dekoartikeln und TVs, Blumentöpfen etc. verkleidet, fällt das glaube ich später nicht mehr wirklich auf. Und deswegen habe ich das erstmal so gelassen und dann ging es schon hier in den Endbereich. Hier brauchte ich dann nur einfach geradeaus durchziehen und schon hatte der Tunnel eine fertige Glasüberdachung. Und ich war erstmal sehr zufrieden, wie das Ganze ausgesehen hat. Dann ging es weiter, dass ich hier einfach das Ganze mit Steinen wieder verkleidet habe, da mir das nicht so gefallen hat, dass hier so ein kleiner Spalt ist. Auch hier habe ich wieder denselben Stein wie unten genommen und habe den einfach dann umgedreht, dass das Ganze flach hier endet, ein bisschen schief, damit das im Boden versinkt alles. Ich finde, das sorgt auch für eine schöne Abschlusskante und ja, somit hat man auch hier eine einheitliche Linie drin und ich finde das eigentlich ganz gut so. Auch hier war es in der Kurve oder am Eck wieder eine kleine Aufgabe, das Ganze anzupassen. Aber auch das ging relativ zügig und habe mich da echt gar nicht mehr zu lange aufgehalten. Im Nachhinein habe ich den einen oder anderen Stein noch in der Höhe etwas angepasst. Aber im Groben und Ganzen war ich doch sehr zufrieden und das ging ziemlich zügig und ich kam da echt gut voran. Und da ich ja in meinen letzten Videos schon erwähnt habe, dass ich die Abschlussarbeiten und die Weggestaltung erst ganz zum Schluss mache, wollte ich den Ganzen nicht zu viel Zeit widmen. Ich habe dann einfach die Steine hier kopiert und auch wieder auf die andere Seite rübergezogen, sodass auch drüben der Spalt zu ist und das Ganze hier einen schönen Abschluss hat. Und ja, ich denke, das kann man alles erstmal so lassen und wie gesagt, die Feinarbeiten kommen dann zum Schluss. Ich hoffe echt, dass die Besucher dann später hier auch durchgehen, da das ganze Projekt doch ein bisschen Zeit gedauert hat. Aber ich denke schon, da es ja das Verbindungsstück ins neue Biom sein soll, dieser Weg. Und deshalb müssen die den Tunnel einfach benutzen und ich gehe einfach mal davon aus, die werden den auch benutzen.
Ich habe dann auch gleich mal hier die ersten TV-Bildschirme angebracht, wo die Besucher ein bisschen Bildungspunkte wieder erhalten, beziehungsweise der Zoo, wo sie sich einfach informieren können über die Flusspferde. Ich weiß noch nicht, wie ich das endgültig so lasse. Ich habe mir das erstmal so vorgestellt, dass auf einer Seite eher die Fernsehbildschirme hinkommen und auf der anderen Seite dann so Infotafeln. Mal sehen, erstmal, wie gesagt, links die Bildschirme und dann später rechts die Infotafeln. Ob ich es wirklich final so lasse, weiß ich noch nicht, aber erstmal hat mir das so ganz gut gefallen. Die ganzen Sachen haben natürlich noch keinen Strom. Das Ganze ist jetzt nicht im Video mit drinne, wie ich hier in der Nähe dann so eine kleine Werkstatt, Stromgeneratoren, Wassergeneratoren und so aufbaue, da das eigentlich nichts mit dem Gehege zu tun hat. Wen es interessiert, schreibt es mal unten rein. Ich kann da gerne mal ein Tutorial dazu machen, wie ich so die Stromversorgung und Wasserversorgung in meinem Park immer mache. Aber wie gesagt, da es nicht zum Gehege dazugehört, ist es hier auch im Video nicht mit drin. Wie vorhin bereits erwähnt, habe ich dann auf der anderen Seite hier so Arterhaltungstafeln platziert. Ich finde, die passen irgendwie ganz gut rein. Ich glaube aber, dass ich die noch ein bisschen dekoriere und verschönere. Mal gucken, was ich dafür für das System finde. Das mache ich dann alles zum Schluss. Erstmal sind die mal mit drinne, dass die auch ja, ihren Platz hier haben. Aber erstmal war ich dann so zufrieden, wie das alles unter Wasser ausgesehen hat. Und deswegen geht es jetzt auch wieder oben weiter mit der Dekoration oder mit der letzten. Und da meine Besucher echt schon gutes Eintrittsgeld hinlegen, damit sie hier rein dürfen, muss man denen auch was bieten, wie ich finde. Die passen hier ganz gut rein, die leuchten nicht zu hell, bringen hier eine gute Atmosphäre und Stimmung abends rein. Und ja, so soll einfach das ein gemütlicher Ausgangspunkt hier sein, wo die Besucher hier ein bisschen sitzen können. Und ich finde, das passt so alles ganz, ganz gut. Ich habe mir dann auch vom anderen Gehege hier die Beleuchtungsspots dann kopiert. Ich finde die so, wie ich die eingestellt habe, in der Farbe ganz in Ordnung. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Ich beleuchte hier immer gern so die Bäume und so die Ecken. Und ja, ich finde, das bringt auch einfach ein bisschen Atmosphäre und Stimmung wieder rein. Wertet das Ganze optisch einfach auf, wie ich finde. Und kann man auf jeden Fall in jedem Gehege mit einbauen. Und ist bei mir auch nicht in jedem, aber in jedem zweiten auf jeden Fall mit drinne. Dann ging es hier weiter, dass ich das Ganze oben ein bisschen verbreitert habe, da die Tiere schon ziemlich an der Grenze waren, was die Bedürfnisse und die Pflanzen und Co. angeht. Und deswegen habe ich hier auch ein bisschen getrickst, damit man hier auch einen schönen Abschluss hinbekommt, habe ich das oben ein bisschen verbreitert. Dann stört das die Tiere nicht mehr und ja, hier hat man dann auch wieder einen schönen Abschluss, wie ich finde. Ich habe da mit diversen Bäumen aus dem Afrika-Bereich gearbeitet. Hab dann auch Sträucher versucht mit einzubauen, kleine Dekoartikel von Afrika-Bereich. Und ja, das Ganze zieht sich jetzt schon durch und hat einen schönen Abschluss hier alles. Auch dieses Gebäude musste ich noch ein bisschen anpassen, da das Nilpferd ein bisschen zu dick war anscheinend und hier nicht reinkam. Und somit irgendwie keine Ruhe fand, deswegen auch hier der Eingang ein bisschen vergrößert. Und dann ging es aber schon wieder weiter mit den letzten Bäumen. Ich habe da immer ein bisschen rumprobiert, welcher hier am besten aussieht. Habe mich dann fürs Eck auf jeden Fall für den Affenbrotbaum entschieden. Und ja, habe da immer ein bisschen hin und her probiert, welche Bäume am besten da aussehen. Und habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich das erstmal so lasse. Und habe dann auch mit den Büschen schon weitergemacht. Und ja, im Nachhinein fällt mir auf, ein paar Steine hätten da auf jeden Fall noch hinzugehört. Oder ein paar Baumstämme, dann hätte das auch alles noch ein bisschen echter ausgesehen. Werde ich noch nachholen, ist jetzt nicht mit drin, habe ich einfach mal vergessen, kann passieren. Und ja, dann dachte ich mir, irgendwie gefällt mir das mit den Dekoartikeln und der Baum hier drüben, kopierst du das Ganze einfach alles und versuchst das auch hier drüben noch einzubauen, damit hier auch ein bisschen Leben noch drin ist. Ich finde, der passt hier sehr gut rein
Und somit nimmt das Gehege echt schön langsam, aber sicher Form an. Wir kommen zum Ende und ich finde, so wie das jetzt aussieht, kann man das auf alle Fälle lassen. Mir gefällt das Ganze und ich hoffe euch auch. Im Groben und Ganzen haben alle Bedürfnisse des Tieres jetzt erfüllt. Ein paar Sträucher oder Pflanzen will das Nilpferd jetzt nicht unbedingt, aber die kann man lassen, das stört jetzt nicht so gravierend. Ich habe dann noch die letzten Bildschirme eingestellt, Infotafeln verteilt, Spendenbüchsen, Mülleimer und Bänke und dann kommen wir echt schon zum Abschluss des Videos. Bevor es jetzt mit den Cinematics weitergeht, würde ich gerne wieder mal Danke fürs Zusehen sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like oder einen Kommentar freuen. Wer kein Video mehr verpassen will, darf den Channel natürlich gerne abonnieren. Auch darüber freue ich mich natürlich auch riesig. Jetzt kommen noch ein paar Cinematics. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis demnächst. Ciao.